Hi und herzlich willkommen bei Einfach Backen. Ich bin Luisa und heute backen wir eine Nuss-Sahnetorte. Für das Rezept brauchen wir gemahlene Haselnüsse, gehackte Haselnüsse, wir brauchen eine Prise Salz, Zucker, Backpulver, Sahnesteif. Wir brauchen Mehl, Zucker, Butter, ganze Haselnüsse, Eier, Sahne, ein klein wenig Rumaroma und zum Dekorieren so süße Schokoladenblättchen. Wir starten mit dem Biskuit und dafür nehmen wir die Eier zusammen mit dem Zucker und ein bisschen Rumaroma in eine Schüssel und schlagen das für ca. 4-5 Minuten auf, bis die Masse schön dickcremig wird. Unter die geschlagene Ei-Zuckermasse kommt jetzt die weiche Butter. Die geben wir hier einfach hinein. Und verrühren das Ganze. Jetzt mischen wir Haselnüsse mit Mehl, Backpulver und einer Prise Salz. Wir heben jetzt die Mehl-Haselnuss-Mischung mit einem Schneebesen unter die Ei-Zucker-Butter-Mischung ganz vorsichtig. Und den Rest. Und man kann das Rum- und Haselnussaroma schon richtig riechen. So. Der Teig kommt jetzt auch wieder in eine mit Backpapier ausgekleidete Springform und wird bei 160 Grad Umluft oder 180 Grad Ober-Unterhitze ca. 30-35 Minuten gebacken. Ihr könnt wie immer am Schluss eine Stäbchenprobe machen mit einem Zahnstocher. Wenn der Zahnstocher sauber herauskommt, ist der Teig fertig. Wenn noch ein bisschen Teig dran hängen bleibt, dann tut ihn einfach nochmal für 2-5 Minuten rein. Für die Nuss-Sahnetorte machen wir weiter mit der Füllung, mit der Creme. Unser Biskuit ist ausgekühlt. Wir geben jetzt die Sahne in die Rührschüssel zusammen mit dem Zucker. Fangen wir sie an aufzuschlagen und lassen währenddessen das Sahnesteif einrieseln. Die Sahne ist ready. Jetzt heben wir erstmal 4-5 Esslöffel auf und geben die in einen Spritzbeutel mit Spritztülle, mit Sternspritztülle für Dekoration. So. Und zu dem Rest geben wir jetzt die gemahlenen Haselnüsse und heben das vorsichtig unter. Wir lösen unseren Biskuit aus der Form halbieren ihn.
Wir heben unseren ersten Tortenboden auf unsere Tortenplatte und verteilen 4-5 Esslöffel von der Haselnusssahne darauf. Jetzt nehmt ihr den zweiten Boden, legen ihn oben drauf, ziehen das Papier vorsichtig ab und verteilen den Rest der Sahne oben drauf und an den Seiten. Mit den gehackten Haselnüssen dekorieren wir jetzt den Tortenrand und verteilen die an der Sahne. Mit der Sahne im Spritzbeutel setzen wir jetzt 12 schöne Tupfer auf der Torte am Rand entlang. So, fertig sind unsere 12 Tupfer. Die dekorieren wir jetzt noch mit Haselnüssen und mit so Schokoplättchen. Dafür geben wir jeweils eine Haselnuss auf den Sahnetupfer drauf. Und das Schokoplättchen stecke ich rechts davon mit rein. Und fertig ist sie, unsere Nusssahnetorte. Den Link zum Rezept findet ihr unter diesem Video. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachbacken und wir sehen uns beim nächsten Mal.